Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, willkommen zurück zur Formel 1. Heute mit dem großen Preis von Japan. Eine der zwei besten Strecken der Welt, die wir heute besuchen. Suzuka und Manicur könnten geografisch kaum ferner liegen, aber von der Geilheit sind sie beide ganz weit oben. Wobei es auch andere coole Strecken gibt, aber die beiden toppen alles. Extrem underrated, unter anderem Mugello. Wäre geil, wenn die mal in der Formel 1 wieder wäre. Nach 2020. Würde ich fühlen. P6 aktuell nach den S-Kurven. Alter. Guter Turnen. P6 at the moment, Dave. If you stay in this position, you are 6th. Let's go. Gucken wir mal. P7. Nicht gut. Reinen Spoon, bis sie was gut machen. Alter. Okay, das war sehr schlecht. Das war meine schlechteste Spoon-Durchfahrt aller Zeiten. P8 jetzt sogar nur. Ah, wir müssen ein bisschen was in der Schikane noch rausholen. Let's go. Wir haben ein bisschen weniger Top-Speed. Nicht so gut. P10. Ah, P6. Geht wieder klar. Nein, P8! Oh Gott, wie knapp. Oh Mann, ey, 7000stel zu Lando Norris. Deswegen immer Wegminimierung, auch in der letzten Kurve hier in Suzuka. P2 für Verstappen, krass. Also Mercedes wird gerade gesplittet von dem Niederländer. Und das wird Lewis Hamilton nicht gefallen. 17 Punkte Rückstand, P3 in der Startaufstellung. Wir sind auf P3 in der Gesamtwertung, das gefällt mir ganz gut. Und hoffentlich bleiben wir da auch da, bis die Saison dann endet, wo wir dann hoffentlich trotzdem da vorne sind. Und 68 Punkte Vorsprung zu Red Bull. Hoffen wir auf ein gutes Rennen. LGL, let's go, Leute. Auf geht's. P7 beim Start gehalten. Sehr schön. Keep pushing, keep pushing. Wir müssen auf jeden Fall Ricardo und Norris schnell noch holen. Ich hoffe, dass das ein Rennen ist, bei dem wir auch wirklich die Pace gut mitgehen können und wo auch Sepp sich viele Punkte schnappt. Wird er nicht zu viel gegen Red Bull verlieren. Mercedes übrigens strafversetzt, glaube ich, oder? Der ist da vorne auf jeden Fall nicht so mit dabei. Ja, Tatsache. Wir sind auf 7. Hä, war ich nicht auf 7 auch so regulär? Weiß ich nicht, aber ich glaube, Hamilton startet dann weiter hinten. Nochmal umso bitterer für ihn natürlich dann dieses Wochenende bisher. So, können wir eventuell direkt Ricardo hier angreifen. Einfach nur dranbleiben erstmal. Motor überhitzt gleich. Aufpasse. Oha. Schöner Exit. 130 Elbe, hol ich oder nicht? Na klar. Let's go. Lando, gib mir noch den Windschatten, Bro. Boah. Alter, da ist wieder Schweiß. Die Kimme runtergerutscht. Heide Witzka. Ja, aber GG. P6 nach Runde 1. Kann man mal machen. Und wir verteidigen uns auch noch. Sehr gut. Sebastian Vettel greift da vorne den Red Bull an. Kommt aber nicht vorbei. Schade. Ansonsten war gerade Norris sehr nah dran an denen. Und ich drohte so ein bisschen abreißen zu lassen. Aber jetzt sind wir dran an Norris. Und Norris droht zu Vettel abreißen zu lassen. Das finde ich gut. Ich hoffe, dass wir irgendwie nochmal hier ein bisschen durchpushen können. Hä? Und weiter nach vorne kommen. Ein paar Infos zu Gasly. Ist auf jeden Fall gut, dass einer der Alpha Tauri hier den Anschluss verliert, weil es wäre gut, wenn wir nach hinten so ein bisschen Puffer hätten, vor allem zu Lewis Hamilton. Und wir müssen natürlich auch irgendwie versuchen, Norris wieder zu kriegen. Wichtig. Weil sonst ist Ricardo hier auch vorbei. Und Sebastian Vettel probiert es nochmal und er ist vorbei. Sehr schön. Vettel überholt Alex Albon. Und wäre damit auf dem Podium stand jetzt. Ey, ich würde es Sepp übelst gönnen. Mir würde ich P5 gönnen. Hätte ich da an Norris endlich mal ran und vorbeikomme. Und vielleicht kriegen wir da sogar noch Albon. Danny Ricciardo kommt näher. Norris probiert es gegen Albon. Ich verbremse mich enorm. 4 Leute auf einem Fleck. Alle fahren weiter, außer Dave. Fast alle fahren weiter. Ricciardo geht auch rein. Huh!
Alter. Okay. Wir sind die einzigen beiden, oder was? Ne, das ist noch ein Alpha Tauri, der reingekommen ist, aber... Das sind nur drei Autos drin gewesen. Krass. Hoffentlich ist der Williams nicht direkt vor mir. Bitte, 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 Latifi, push. Ne, ist Kubica. Latifi? Kubica. Kubica. Ne, Latifi. Okay. Und Sebastian Vettel kommt wieder aus der Box. Mit fast 4 Sekunden, 3 Sekunden Vorsprung. Krass. Ja, Ricardo konnte mich jetzt noch nicht so wirklich angreifen. Und leider ist jetzt Nicolas Latifi hier direkt im Weg. Und wird mich vielleicht ein bisschen aufhalten. In meinem Bestreben, Alex Albon und Lando Norris zu undercutten. Mal schauen, vielleicht kann ich da vor Spoon schon mal eine etwas aggressivere Attacke setzen oder so. Soll doch dann sonst einfach ein bisschen ERS sparen, dass wir dann auf Startziel oder so gut durchkommen. Also bis 130, ja, sollte ich aber vorbei sein, denke ich. Auf geht's. Oh mein Gott, wir sind direkt dran. Ja, das kriegen wir auch so hin. Sehr schön. Let's go, baby. Ja, wir können so viel später bremsen. Nice. Tschüss, Nicolas Latifi. Hallo, Sepp. Jetzt kann er vielleicht sogar noch den Renault aufhalten. Das wäre cool. Oh, und da vorne gehen sie an die Box. Ja, mal gucken. 2,6 zu Sepp. Also ich bin auf der Geraden sogar anscheinend ein bisschen schneller als mein Teamkollege. Der Renault jetzt mit DRS, hätte er von mir aber eh bekommen. Oh, wurde aber jetzt aufgehalten tatsächlich. 1-4, also Nicolas Latifi hat ihn da gefühlt beim Exit. Ausgebremst und wir sind vorbei. Albon auch noch auf harten Reifen. Der Double Jump. Also beide gejumpt, Kollege. Wir sind ja nicht in Crash Bandicoot, aber trotzdem easy peasy lemon squeezy jetzt vorbei. 5 Runden, Busch Busch. Hinter mir wird gefightet, das ist cool. Denn aktuell sind es 9 Zehntel bis 1 Sekunde Abstand und jetzt immer ein bisschen weiter weg. 1-2, 1-3, 1-3, 1-4, 1-3, 1-5, 1-3, 1-6. Albon hält weiterhin Norris auf, was sehr schön ist, wenn man bedenkt, dass er auf dem langsameren Reifensatz unterwegs ist und auch tendenziell langsamer ist. Dahinter auch noch Daniel Ricciardo mit sehr starker Topspeed vor Lewis Hamilton. Und das freut mich sehr, weil das hält natürlich auch den Mercedes hier nochmal weiter auf. Ich kann ein bisschen ERS sparen und kann alles dann vor 130R abfeuern und das Pace optimal hier nutzen, um vor Albon zu bleiben. Und Hamilton führt das Rennen an. Okay, dann ist Bottas strafversetzt und Hamilton hat beim Start eine Position gewonnen. Okay, never mind. Wir betreten gleich die letzte Runde und ich muss mir jetzt natürlich Gedanken machen, wie wir vor Norris bleiben. Oh mein Gott. Ich muss hier ein bisschen ERS nutzen, um mich zu verteidigen. Ah, er hat DRS. Bleibe ich hier vorne? Valtteri Bottas hätte noch die Chance, eventuell hier eine Position, vielleicht sogar 2 Positionen mitzunehmen. Oh. Immer noch P4. Es soll wohl auch zum Rennende hier nochmal regnen. Man merkt, Daves Rennhirn wird gefordert und Sprachzentrum gibt sofort wieder auf. Let's go. Schön push, 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 push machen. Ah! Mann. Bis zuletzt Segner 1 nicht richtig hinbekommen. Bleiben wir noch vorne. Jetzt muss ich mich zu 130R nochmal verteidigen. Das ist die einzig relevante Stelle jetzt noch. Oh mein Gott, wie nah alle dran sind. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, der Tank ist leer. Das ist egal. Das ist die letzte Runde, Jeff. Wir müssen nicht noch eine fahren danach. Wir bleiben hier ganz hinten und wir bleiben vorne. Alter. Bam, Junge. P3, P4 für Ferrari. Mua. Sogar noch Punkte zu Red Bull. Gut gemacht.
Bam, Junge. Ja, ich hatte aber auch keine Chance gegen Sepp. Das ist krass. In der Gesamtwertung haben wir jetzt 48 Punkte Vorsprung zu Sebastian Vettel. Und Lewis Hamilton übernimmt mit einem Punkt Vorsprung die WM-Führung. Alter, 71 Punkte führen wir vor Red Bull in der Konstrukteursmeisterschaft. Das ist super. Wir gucken mal, was in der Entwicklung so abgeht. Die Regeln werden sich bald ändern. Das habe ich zumindest so mitgeteilt bekommen. Aktuell haben wir aber ein ganz gutes Auto. Knapp hinter Red Bull, weit hinter Mercedes, noch vor Racing Point, McLaren, Alpha Tauri, die einen guten Schritt gemacht haben, by the way, und Renault und ein Upgrade, das war so, nicht so ganz gut durchgekommen. Deswegen machen wir das noch. Und ich glaube, das ist sogar noch bis zum nächsten Rennen in den USA fertig. Und ansonsten machen wir hier die ganzen Motoren-Upgrades, die saven wir alle. Und hier, werte Damen und Herren, boah, bräuchten wir noch viel, viel mehr Punkte, um irgendetwas zu machen. Ja gut, vergessen wir das. Gehen wir zum nächsten Rennen ab in die USA. Momentchen. Kommt das Upgrade hier durch? Hubdämpfer? Ja, Mann. Achso, ja gut, das ist ja logisch. Das ist ja die zweite Schleife gewesen, wo ich das gemacht habe. So, und jetzt können wir nochmal eine Sache machen. Nämlich, let's get ready to modify dein Auto. Sehr gut, rein ins USA-Rennen. Legen wir los mit Austin. Renne Nummer 2 steht an. Und hoffentlich bringt das Upgrade richtig viel. Also bis jetzt ganz okay, der erste Sektor. Hoffentlich kommen wir auch gut durch die S-Kurven. Ja! Alter, wie stark das Ding einfach lenkt! What? Crazy. P2 jetzt. Auf geht's. Ey, wisst ihr, was das lustig ist? Siri, hör mal bitte auf. Nein, danke. Die sucht mir gerade Ergebnisse für Crazy raus. Nein, du, don't do it. Oh, Gott sei Dank. Imagine im realen Formel 1 Auto einfach so mittendrin meldet sich dein Apple-Sprachsteuerungsassistent an. Hallo. Na, du wolltest Folgendes wissen, oder was? Oh, Quersteher von Hamilton. Wir sind aktuell auf P2. Was geht ab? Mag die Strecke ja nicht so 100%, aber die letzten Rennen hier liefen ganz gut eigentlich. Gucken wir mal, was jetzt abgeht. Die letzten zwei Kurven. Ah, sieht ganz gut aus. P2. What? Let's go. Warum steht da überholen? Keine Ahnung. Gehen wir rein. Das ist heute die Devise, überholen. Oh mein Gott! Welche Kollision mit Bottas? Was? Keine Ahnung, wann ich zusammengestoßen bin mit dem, aber hey, wir sind P1. Crazy, was geht ab? Oh mein Gott, ah, ich dachte schon, der will es senden. Nee, alles gut. P1, Dave! Oh mein Gott, was? Hey, warum hat er so einen guten Exit-Speed? P1, weil ich habe die bessere Exit-Linie. Ha! Brexit-Kollege! War nicht so gut. Aber gibt's doch Leute, die 2023 Brexit-Witze machen, außer mir? Hey, wir sind vorne geblieben. Sehr schön. Nice. Lewis Hamilton greift jetzt an. Entscheidet sich für die Außenseite. Und wir bleiben vorne. Auch hier ist er wieder außen. Oh Mann, ey. Das halte ich nicht die restlichen gleich noch 11 Runden durch. Mein Gott, der ist so nah dran. Wahnsinn, ey. Alter Falter. Die beiden Mercedes hinter mir fighten. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas kosten sich gerade gegenseitig Zeit. Oha. Also, wenn das so weitergeht, können wir das Ding vielleicht sogar noch gewinnen. Kommt schon, Leute. Do it. Do it! Box. Valtteri Bottas fährt weiter. Ja, also
Erster Stint lief sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich traue dem Braten aber irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier immer noch auf P1 bin. Aber irgendwie, obwohl ich die Strecke ja nicht so 100% mag. Das war keine Unsafe Release. Alles entspannt. Obwohl ich die Strecke ja nicht so 100% mag, laufen die Rennen mittlerweile hier ganz gut. Okay, wir werden hinter dem Alfa Romeo rauskommen. Vielleicht gibt es sogar noch DRS für Dave. Let's go. Raikkonen. Könnte mir hier eventuell gleich DRS spenden. Das wäre cool. 1,5 Sekunden. Da muss ich jetzt aber auch ein bisschen pushen. Wir sind dran an Kimi Raikkonen. 1/2 Sekunde Rückstand. Na? 3/10 Rückstand. Ich komme auf der Geraden kaum ran. Halt guten Topspeed oder ich schlechten, das kann auch sein. Überholen auf jeden Fall sehr schwierig, trotzdem haben wir Abstand zu Hamilton gemacht. Inklusive Überholmanöver sogar noch. Und insofern hoffe ich, dass wir auch zu Bottas noch Zeit gut gemacht haben. Auf geht's. Bald der lieber das. Ist nicht in Führung gegangen. Und Lewis Hamilton direkt dran. Und wir haben fast 2 Sekunden Vorsprung. Leute, was geht hier ab? Die beiden hinter mir fahren schnellste Runden, die sind 6/10 schneller als ich. Das Gute ist, dass Hamilton ein bisschen schneller ist als Bottas. Also Hamilton könnte da jetzt Bottas nochmal ein bisschen unter Druck setzen. Vielleicht mir dadurch indirekt noch ein bisschen Rückendeckung geben. Ich glaube, dem würde das auch ganz gut gefallen. Also Hamilton würde dieses Ergebnis mehr gefallen, als wenn Bottas auf 1 ist und Hamilton auf 2. Hamilton würde natürlich wollen, dass er dieses Ding hier gewinnt. Selbiges gilt natürlich für Bottas, aber das will ich halt nicht. Oh Mann, da müssen wir halt schauen. Ich bin auf den Geraden halt einen Ticken schnell genug, also noch zu schnell, als dass die mich easy angreifen können. Und jetzt sage ich, sonst machen Fehler. Oh je, Mine. Schade. Das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Oh, auch für Bottas aber. Quersteher für ihn. Wir könnten dranbleiben. Let's go. Bottas 1:32:1. Ja, ich hoffe, dass ich hier nochmal vorbeikommen kann irgendwie. Mal schauen. Ja, ich stehe hier auch ordentlich quer, also... Wird ganz schwierig, jetzt auch Hamilton hinter mir zu halten, aber so ungefähr ist es die letzten Runden halt die ganze Zeit gelaufen. Dass ich beim Exit immer gut genug war. Jetzt habe ich halt nur einmal einen Fehler gemacht. Ja, Dave kommentiert halt weniger. Ja, das ist ein Let's Play, Mann! Das ist ein Unterhaltungsformat! Machst doch weniger Fehler. Ja, aber das, davon lebt das Format auch! Valtteri Bottas jetzt über eine Sekunde weg. Ich kann mich also auch nicht mehr mit DRS hier verteidigen. Nur noch die, oh mein Gott, Hybrid-Power wird mir helfen, aber das war jetzt nicht so ein großer Fehler wie in der letzten Runde. Vielleicht bleibe ich noch vor Hamilton. Boah, zu weit. Noch bin ich vorn. Alter. Carlos Sainz ist raus. Was geht ab? Okay, Lewis Hamilton wird jetzt die gesamte Runde Druck ausüben. Ich habe keine Chance, hier in irgendeiner Form nochmal Abstand zu gewinnen. Das, ja. Oh. Ja, da gehen die immer so ein bisschen anders als ich rein. Was? Schon wieder hier für ein Exit. Oh. Ey, ich bin vorne. Let's go, wir verteidigen uns nochmal.
Alter, ich bin noch vorne! Oh Gott, ich muss Sprit sparen. Ich hätte das nicht erwartet, dass ich jetzt noch vorne bin. What? Geht ab! Ja, Valtteri Bottas fährt eine 31,8 nochmal zum Ende hin. P2, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was für ein krasses Finale. Ein, zwei Mal vielleicht ein bisschen über das Limit, das ich eigentlich fahre, aber F1 Topics, pff, war das auch Kindergarten. Geil. Sepp auf P5 und damit gucken wir nochmal auf die Tabelle. Hamilton hat jetzt 10 Punkte Rückstand zu Bottas, durch meinen Verdienst im Prinzip auch. 3 Rennen vor Schluss, glaube ich. Darüber hinaus haben wir jetzt 250 Punkte, Sepp bei 194. Ja, und zu Red Bull haben wir 79 Vorsprung, sehr schön. 4 Punkte. Ein bisschen ehren wir Hamilton dann doch. Werte Damen und Herren, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst gerne auch noch oben da gerne ein Abo raus und bei nächstes Mal dabei sind wir zum nächsten bei F1 2020. Haut rein, bis dann. Tschüss.